Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Grand Age Medieval. Ja, letztes Mal haben wir einige Städte hier aufgerüstet, beziehungsweise das wird ja noch gebaut. Läuft also. Wir brauchen auch nicht mehr ganz viele Punkte. 500 oder sowas. Ne, sogar nur noch 200. Ich glaube, wir hatten letztes Mal 5504, das heißt, wir sind 7 Punkte besser geworden. Ist jetzt nicht viel, sollte aber was werden. Und ich denke mal, umso mehr wir hier ausbauen, umso eher wachsen die Städte. Umso mehr die Städte wachsen, umso besser ist es für uns. Haben wir hier noch was? Oh, wir haben 6 Punkte noch zu vergeben. Ja, hier sind... Steigern wir das. Aber warte mal, wir haben ja noch andere Reiter, die sollten wir vielleicht erstmal bevorzugen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Lagertechnik. Ja, Festungsbau. Mal hier. Kirchenbau. Handel. Tja, da gibt es so viele Sachen, ne? Militär haben wir noch gar nichts wahrscheinlich. Können aber eigentlich was machen. Oh, das machen wir sofort. Bogenschützen sind gut. Reitschule. Okay, Speer, Werft, Axtkämpfer und hier haben wir Spießgesellen. Die Spießgesellen kann man nachher zu Pikinieren ausarbeiten. Übungsplatz. Das geht nicht, aber hier geht's dann. Langbogenschützen oder Armbrustschützen. Also die Briten erscheinen mir als wichtig. Gucken wir jetzt mal in der Akademie gerade noch nach. Ach, die haben wir noch nicht gebaut, deswegen geht das noch nicht. Die hätten wir Pferdebogner. Und da käme raus ein Reiterkrieger. Den nehmen wir mal auch noch ins Boot. Und was haben wir da? Gut. 2 Punkte haben wir noch. Ich würde gerne hier noch einen einsetzen. Und zwar... Kirche, da sind Straßen. Ja, die Straßen machen wir auf jeden Fall. Produktion haben wir dann noch. Da sind wir schon ziemlich weit, ne? Das ist schon komplett durch. Hier hätten wir jetzt den Weg dahin. Flach. Webstuhl. Schneiderei. Obwohl wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte, 9 Punkte haben. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. 1, 2, 3 Punkte. Da geht ja noch nichts. Werft. Ja, momentan brauchen wir das nicht. Spießgesellen. Ja, ich glaube, wir machen hier noch einen hin. So, dann haben wir das auch. Stellt sich mir gerade die Frage, ob wir jetzt durch den Bautrupp noch Leute, noch Straßen weiter ausbauen können. Ja, denke ich schon. Durch dieses können wir alle Straßen ausbauen. Da fangen wir erstmal hier an.
Oh, ich habe den Baron-Rang erreicht. Packen wir es an. Aufgabe erfüllt. Schließe den Dialog, um fortzufahren. Du hast es geschafft. Die Würdenträger bei Hofe betrachten dich als einen der ihren. Ich werde Barnas Anklage nun erneut verhandeln lassen. Währenddessen solltest du dich gegen weitere Angriffe wappnen, damit weder deine Feinde im Senat noch die Normannen auf dumme Gedanken kommen. Ja, gut. So, jetzt müssen wir die Reitschule haben. Gut, dass wir die Reiter auch eben gemacht haben und einen Übungsplatz. Höhe anschließend deine Anzahl an Truppen auf 4. 4 Truppen habe ich sowieso schon, aber egal. Das ist also klar. Gut. Dann gehen wir nach Sofia. Da ist ja unsere Kaserne schon da. Und die können wir dann hier zur Reitschule ausbauen. Das machen wir dann auch. Ich glaube, das haben wir alles, ne? 12 Wochen dauert das. Gut. Okay. Das ist der Bautrupp, der ist ordentlich zu Gange. Straßennetz können wir also richtig ausbauen noch. Irgendwo sind gerade wieder böse Mächte unterwegs gewesen. Löwen oder sowas, Wölfe, sind die da? Bären sind's, okay. Müssten wir eigentlich auslöschen gehen, ne? Ist gebongt. Ja, hier sind schon ganz viele Warenhaufen. Da sind nämlich ganz viele Händler überfallen worden. Sollen wir vielleicht mal zusehen, dass wir die Bären auflösen. Die Frage, ob wir das schaffen, ne? Ist gebongt. Okay, da sind die Bären dann. Oh, 320 Bären, das ist natürlich nicht ohne. Die Truppen werden wohl jetzt gerade mal kaputt gehen. Ja, und da haben wir wohl auch keine Chance, ne? Ich glaube, wir müssen da was tun. Errichtet ein größeres, rotes Haus, dann... Kapelle wollte ich nicht. Ich wollte die Kaserne haben. Axtkämpfer gehen. Jetzt machen wir die Abkämpfer. Axtkämpfer bilden wir aus und das Ganze dreimal. So, hier holen wir uns eine dicke Niederlage. Sieht aus, als ob die Bären überhaupt nicht weniger werden. Ist die erste freie Truppe da? Nein, ne? Jawoll! Okay. Jawoll! Da passiert nicht ganz viel. So, jetzt ist eine Einheit noch dazugekommen. Ich glaube, die schicken wir dann auch gleich dahin. Ja, 287 und 8, das ist ja nix, ne? Die Bären haben hier die Übermacht. Okay, jetzt geht's mal anders vonstatten. Und da kommt die nächste Einheit. Sicher! Aber die sind auch nicht so stark, dass es klappt. Aber es kommt Nachschub auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall 100 da weniger gemacht, ungefähr. Und die Truppen kommen schon dahin und legen zu. Das ist doch was, oder? Und das sind über 200 jetzt. Das Spiel wird gespeichert. Die nächste Einheit ist fertig. Und die holen wir dann natürlich auch sofort dahin. Und dann werden wir die Bären noch schlagen, oder?
Dass da schon so viele waren, ne? Ist schon komisch. Läuft. Ja, das war dann der entscheidende Punkt, dass wir genug Angreifer haben. Ja, die sind gleich geschlagen, aber die Bären auf jeden Fall auch. Ja, guck. Damit ist das erledigt. Sicher. 40 waren gefunden. Und noch mehr waren gefunden. Und da leuchten noch mehr Sachen da auch. Hier ist auch noch was. Ach, das ist eine Holzhütte. Okay. Da sind die Axtkämpfer dazugekommen jetzt gerade. Machen wir. Können wir die auch auffüllen hier, die Bildenmeister? Wohl nicht. Hier ist auch noch was. Sicher. Na, ich glaube, das war's. Bringen wir die wieder nach Sofia. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, was hier die Geschichte macht. Auch passt. Speer, Bildenmeister, Landwehr. Wir haben noch 3 Punkte. Und unsere Aufgabe ist dann noch fällig, ne? Übungsplatz brauchen wir noch. Dann gucken wir mal, ob wir den in Sofia noch einen Übungsplatz kriegen können. Ist das hier? Ah, ja, genau. Dann müssen wir den auch noch machen. Der dauert nur 8 Wochen. Und was war dann? Anzahl Truppen auf 4. Ich hätte 4 Truppen dann. Passt. Ja, die sind am Ausbau. Dann wäre das Ziel auch gleich erreicht. Aber wir haben noch einen Trupp hier, der ist noch zu beschäftigen, genau. Ja, da kann man auch mehrere machen, ne? Packen wir es an. Ja, dann lass es machen. Gut. Ja, es wird immer größer, unser Reich. Und es wird auch immer besser mit dem Verkehrsfluss dann, ne? Die arbeiten da. Hier kann man das gleich schön sehen, wie schnell der ist, wenn der da langkommt. Falls er denn da langkommt. Sehr gut. Die neuen Truppen geben dir ein höheres Maß an Sicherheit bis zum Ende deines Verfahrens. Barnas hat viele Freunde im Senat. Es kann also nicht schaden, wenn wir ein paar Unentschlossene auf unsere Seite ziehen. Du wirst sehen, Geliebter. Das ist einfacher, als du denkst. Ich habe sogar schon ein paar Kontakte geknüpft. Okay, nach Edzmir müssen wir die Klamotten liefern. Edzmir war hier unten, da. Ja, da müssen wir dann, glaube ich, mal hin und den Handel da hinzubekommen, ne? Können die da hin? Ich glaube, die können da hin, ne? Ist gebongt. Oder? Na, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen.
Und da ist auch noch was. Ein Zelt, okay. Guck mal, die Truppen sind wieder voll. Und der ist ein bisschen langsam, ne? Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Ja, dann geht's auch. Diplomatie. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Machen wir da so. Und da nicht, sondern da wollte ich das haben. Da können wir Waren verkaufen dann. Aber irgendwie nicht das Richtige, kann das sein? Geht das drüber? Nee. Kleidung und Prunk haben wir beides hier nicht. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Achso, ja, warte mal. Da müssen wir einen Händler werden hinschicken. Und nicht Soldaten. Der Bildenmeister, der kommt noch. Ich brauche einen Händler jetzt, der dahin läuft. Thessaloniki. Hier unten läuft noch ein Händler lang. Der ist jetzt nicht der Ideale. Der wäre auch nicht der Ideale. Der Bautrupp ist da. Der ist ganz woanders. Oh, wir liefern da ja schon. Jetzt sind wir am Ende auf dem Weg, ne? Okay. Lass mal gucken, ob der auch da was abliefert. Gut. Machen wir die Straße fertig und die ist da unten. Ja, können die alles machen. Lassen wir erstmal so stehen. Hände aus den Taschen. Genau. So, jetzt wäre es noch interessant zu wissen. Ah, da kommt der Händler, glaube ich. Ja. Was hat der bei? Ja, ich glaube nicht das, was wir brauchen. Kleidung und Prunk. Ja, dann sollten wir vielleicht mal schauen, wo wir überhaupt Prunk haben. Und ich glaube, wir gehen mal ins Gasthof und besorgen uns. Ich glaube, ein Händler müsste wieder gehen. Ja, geht. Den besorgen wir uns. Und dann müssen wir gucken, wo wir Kleidung und Prunk überhaupt wegkriegen, ne? Wolle geht hier. Hier gibt's Tuch, Weberei. Da müssen wir auch erstmal gucken, ob wir Kleidung überhaupt kriegen, ne? Müssen wir bei der Entwicklung erstmal vorbeigucken, oder? So, das ist Schafzug. Also das heißt, wir müssen das auf jeden Fall machen, um dann das zu machen, ne? Okay, bestätigen. Und dann müssen wir noch nach einem Prunk suchen. Tierhaltung. Ist hier im Endeffekt nicht. Und das andere auch nicht. Der Prunk, den gab es schon so, glaube ich. Dann müssen wir nur finden, wo der ist. Da ist der Prunk, ne? Genau. Gut, wenn der Händler dann fertig ist, der uns da noch zur Verfügung hat, der ist, glaube ich, schon fertig, dann werden wir diesen Händler eine Route zuweisen,
die da anfängt. Und da vorbeigeht und dann nach Izmir geht. Genau. Und den lassen wir mal machen. Route aktivieren. Jetzt müssen wir nur gucken, dass es dann funktioniert, ne? Ja, Geld spielt keine Rolle, wir haben über 1 Million, ne? Ist er das hier? Ich glaube ja, ne? So, was packt er ein? Das ist die Frage. Er müsste den Punkt einpacken, wenn der welcher ist. Ist kein Punkt bei. Das ist schade. Ja, Routeneinstellungen. Gut, dann müssen wir uns noch darum kümmern, was der dann mitnehmen soll. Müssen wir genau festlegen, müssen wir hier mal gucken, wie die Einstellungen hier sind. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wie es funktioniert. Aber da kommen wir auch schon noch hinter. Die zweite Stadt war hier unten, ne? Müssen wir mal gucken. Das ist, glaube ich, der hier. Ja. Dann will ich den aber gerade noch sehen. Ich glaube, wir sollten die Route ändern. Dass er von hier nach da fährt und dann nach da und dann zurück und da lang. Müssen wir gleich mal gucken, wie es geht. So, Fisch und Felle. Felle hat er weg und er nimmt nichts auf. Auch schön, ne? Ja, das ist hier auch noch nicht fertig. Das ist das Problem. Gut. Aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.